Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mich hören bei dem Wind, der hier geht. Und zwar geht es heute im Video um den Fall Mark Abheiden. Da hat die Psychotherapeutin vom Vater Mark Abheiden eine Stellungnahme geschrieben, die ans Gericht geht. Und ich würde sagen, es steht 3:0 für Mark Abheiden gegen die Richterin Kirsten Daug am Amtsgericht Hamburg-Altona. Die hat ihm ja den Kontakt zur Tochter genommen, weil die Mutter in einer eidesstattlichen Versicherung, an deren Glaubwürdigkeit ich zweifeln würde, ja, was die Darstellungen angeht. In dieser eidesstattlichen Versicherung hat sie beschrieben, dass die Tochter, die Vierjährige, nicht zum Vater wollte, als er sie abholte zum Umgang und geweint hätte und der Vater sie einfach mitgenommen habe. Und auf Basis dieser Aussage hat die Richterin Kirsten Daug dem Vater erstmal den Kontakt zu der vierjährigen Tochter komplett genommen. Und warum steht es 3:0 für den Mark Abheiden? Ja, das Kindes, das Jugendamt Hamburg hat schon ans Gericht geschrieben, dass da keine Kindeswohlgefährdung war und dass die Entscheidung des Gerichts im Grunde falsch war. Steht da mit anderen Worten drin, aber das ist die Essenz von dem, was da drin steht. Dann hat ein Mediziner und Psychotherapeut geschrieben, dass es da keine Kindeswohlgefährdung gibt, dass es keinen Grund gibt, dem Vater die Tochter zu nehmen. Und jetzt schreibt seine eigene Psychotherapeutin im Grunde dasselbe. Und ich werde euch mal aus dieser Stellungnahme vorlesen, nicht alles, die wichtigsten Stellen. Ihr müsst wissen, dass aus der Stellungnahme hervorgeht, dass der Mark Abheiden seit 2016 wohl immer wieder bei dieser Therapeutin war und dann auch eine Langzeittherapie gemacht hat. Und ich krieg's hin, dass ich das ablesen kann hier. Steigen wir mal ein. Erster wichtiger Teil ist, soweit ich mich erinnere, hat ja die Mutter der vierjährigen Tochter in ihrem Schriftsatz ans Gericht behauptet, dass der Mark Abheiden Probleme mit der Impulskontrolle hätte. Und da schreibt seine Psychotherapeutin, bezüglich seiner Impulskontrolle bleibt anzumerken, dass er von sich aus, dass er von sich aus niemals aggressiv reagiert und zu keiner Zeit gewalttätig gegenüber seinen Kindern geworden ist. Und aus meiner Sicht auch kein Anlass besteht, davon auszugehen, dass seine Kinder durch den Umgang mit ihm gefährdet würden. Da ist es ja, keine Kindeswohlgefährdung. Ganz im Gegenteil ist Herr Abheiden in der Lage, mit seinen Kindern, so wird nötig, angemessen zu streiten und ihnen gegenüber seine Emotionen angemessen zu artikulieren, seine Impulse zu kontrollieren und zu kanalisieren. Also 3:0, Jugendamt, keine Kindeswohlgefährdung. Facharzt und Psychotherapeut, keine Kindeswohlgefährdung. Die Therapeutin von Mark Abheiden, keine Kindeswohlgefährdung. Okay, dann gibt es hier noch einen interessanten Teil. Und zwar die Schilderungen in der eidesstattlichen Versicherung der Mutter lösen bei mir Unbehagen und Zweifel an deren Glaubwürdigkeit aus. Genau, hier geht's weiter. Die Psychotherapeutin kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Mutter gezielt den Umgang mit der gemeinsamen Tochter funktionalisiert, um sich für die Trennung durch Herrn Abheiden zu rächen, ihre mutmaßliche Kränkung zu kompensieren. Jedenfalls ist auch das eine Form der Aggression und es passt zu ihren subtilen und auch wiederholt unsolidarischen Attacken gegenüber ihrem ehemaligen Lebensgefährten, wenn es nicht nach ihren Wünschen läuft, zu eskalieren. Ja, also die Psychotherapeutin sieht eine reine Racheaktion. Das heißt ja, die Richterin Kirsten Daug hat sich hier durch eine Mutter instrumentalisieren lassen, um sich am Vater des gemeinsamen Kindes zu rächen. Und dann schreibt die Psychotherapeutin, ja, ich kenne die Mutter nur aus einem Paargespräch persönlich, habe mir dadurch aus den vielen therapeutischen Gesprächen mit Herrn Abheiden ein durchaus stringentes Bild von ihr machen können, welches im Wesentlichen den Eindruck vom Gutachter, in dessen fachärztlichen Gutachten geschildert entspricht. Also die Psychotherapeutin
stimmt dem Gutachten zu, in dem ja auch gesagt wird, es gibt keine Kindeswohlgefährdung und wo sogar zur Sprache kommt, dass die Mutter eventuell eine Persönlichkeitsstörung hat mit selbstverletzenden Tendenzen. Dann schreibt die Psychotherapeutin von Margab Heiden, man könnte den Spieß demnach auch mühelos umdrehen und das Sorgerecht der Mutter streitig machen. Ja. Im Übrigen halte ich es aber nicht für zielführend, mit den Psychopathologien beider Protagonisten zu argumentieren. Also das sagt sie ja im Grunde, es macht keinen Sinn, wenn man hier sagt, der ist krank, die ist krank, aber sie ist kränker oder er ist kränker. Deshalb soll das Kind zu dem, der weniger krank ist, ja, oder im schlimmsten Fall sagt man, die sind beide psychisch krank, also soll das Kind ins Heim. Ja, das sagt die Psychotherapeutin, das macht gar keinen Sinn und führt dann weiter aus. Mir scheinen beide Beteiligten ehrlich um eine gute Bindung zu ihren Kindern bemüht und auch in der Lage, was für den Umgang miteinander nicht mehr gilt. Zum Wohle des Kindes wäre es aus hiesiger Sicht allemal besser, die Sorge beiden Elternteilen gleichermaßen zu ermöglichen. Also die Psychotherapeutin sagt, Wechselmodell, so wie es war, für das Kind und die Eltern. Dann der letzte Abschnitt, der ist sehr klar. An der Eignung von Herrn Abheiden zur Ausübung seines Sorgerechts besteht für mich keinerlei Zweifel. Seine erzielten Fortschritte, seine Lern- und Entwicklungsfähigkeit, seine erworbenen Kompetenzen und seine erzielte psychophysische Stabilität hat er hier ausreichend bewiesen. Er zeigt sich hier als ein zur Verantwortung fähiger, zielstrebiger, kooperativer, engagierter, selbstkritischer und reflektierender Patient, der sich seiner Vergangenheit und seinen Verletzungen stellt, der um Lösungen ringt und dafür Motivation und Einsatz zeigt. Ganz sicherlich kommt dies auch seinen Kindern zugute. Also ich sag mal so, holy shit, was passiert am Amtsgericht Hamburg-Altona bei der Richterin Kirsten Daug? Verdammt nochmal! Also da ist eine Richterin, die muss man ja so sagen, ja, ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Psychologie studiert hätte oder eine psychotherapeutische Ausbildung hat, ist eine reine Juristin, ja. Macht hier aber eine Entscheidung, dass sie dem Kind den Vater nimmt, ruckzuck, ja, ohne den Vater überhaupt anzuhören, ja. Als wäre das, was da passiert ist, so schlimm, dass man dem Vater sein Recht verweigert, sich vor Gericht zu den Vorwürfen zu äußern. Nimmt ihm einfach das Kind ohne psychologischen Sachverstand. Ja? Also die Frau Kirsten Daug ist, was Psychologie, Kinderpsychologie angeht, eine völlige Null. Die ist komplett inkompetent. Die ist einfach nur Juristin. Die kann für sich nicht beanspruchen, dass sie sich auskennt in dem Bereich. Die hat Jura studiert, Punkt, das ist alles. Und von dem, was sie entschieden hat, ist sie offensichtlich inkompetent. Weil jetzt gibt es das Jugendamt. Es gibt jetzt zwei Fachleute mit dem Gutachter und der Psychotherapeutin, die alle sagen, es war keine Kindeswohlgefährdung. Es gab keinen Grund, den Kontakt des Vaters zum Kind aufzuheben. Es war ein kompletter Fehler der Frau Kirsten Daug. Warum macht sie sowas? Es macht keinen Sinn, überhaupt nicht. Es gibt keinen Grund dafür. Und es bläst hier so eine kalte Brise, wie manchmal in Hamburg an der Alster, ja. Frau Daug, hören Sie doch auf damit. Was machen Sie da eigentlich? Wie kann man nur so völlig falsch entscheiden und für eine Mutter, die sich wie die Psychotherapeutin sagt, offenbar einfach nur rächen will. Und sie lassen sich da instrumentalisieren. Also mit Rationalität und Verstand hat ihre Entscheidung nichts zu tun. Warum lassen sie sich instrumentalisieren von so einer Mutter? Warum? Macht keinen Sinn. Also das Einzige, was ich da sehe, ist, sie haben ein Schema. Das habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. Meine Meinung ist, sie gehen hier methodisch vor. Sie machen immer dasselbe. Wenn hier sie irgendwie hören, dass ein Elternteil vor Gericht anbringt, dass der andere das Kind mitgenommen hat oder sonst irgendwas gemacht hat, obwohl das Kind es nicht wollte. Ja?
Also durchschauen Sie das nicht, dass die Mutter das Kind vorher bearbeitet hat, damit es, wenn der Papa kommt, sagt, ich will nicht mit. Glauben Sie Elternteilen, ja, müssen ja nicht nur Mütter sein, gibt auch Väter, die sowas machen. Glauben Sie denen, die Ihnen schreiben, dass das Kind nicht mit wollte und der andere das einfach mitgenommen hat? Und dann ist es für Sie eine Kindeswohlgefährdung. Ist es doch nicht. Das sagen Ihnen jetzt drei Leute, die sich auskennen in dem Bereich. Beim Jugendamt würde ich nicht sagen, dass sie sich generell auskennen. Das sind ja Sozialpädagogen, keine Psychologen. Ja, und für mich sind das, Entschuldigung, nicht Leute, die sich fachlich auskennen in dem Bereich. Aber das Jugendamt hat zumindest das Richtige geschrieben, ja. Und nämlich das Gleiche wie die zwei Fachleute. Also, das macht gar keinen Sinn, Frau Dauk, was Sie da gemacht haben. Hören Sie auf damit. Der Beschluss muss unbedingt aufgehoben werden, das Wechselmodell wiederhergestellt werden. 3:0 für Margab Heiden. Geben Sie zu, Sie haben dieses Spiel, das Sie auf Kosten des Kindes mitgespielt haben, Sie haben sich von der Mutter instrumentalisieren lassen. Beenden Sie dieses Spiel. Sie haben verloren. Sie haben keine Ahnung, was richtig ist. Sie haben keine Ahnung, hier, was eine Kindeswohlgefährdung ist. Sie entscheiden hier ohne Nachdenken, irrational, rein aus dem Bauch heraus. Solche Richter sind fehl am Platz. Ja, und so als Nachtrag noch eine Frage an die lieben Freifarm-Zuschauer. Wer hat denn hier ein Problem mit der Impulskontrolle? Ja, also wenn die Frau Dauk hier in einer Nacht- und Nebelaktion einem vierjährigen Mädchen den Vater nimmt, ohne Grund, nur weil eine Mutter eidesstattliche Versicherung abgibt, die für sich ja schon keinen Grund darstellt, dem vierjährigen Mädchen den Vater zu nehmen, wer hat dann hier ein Problem mit der Impulskontrolle? Also, meine Meinung steht fest, das ist die Richterin Kirsten Dauk. Vielleicht wäre es Zeit, dass die Frau Dauk da ein bisschen an sich arbeitet, an ihrer Impuls, an ihrer Impulsivität. Wer will schon eine derart, wie ich finde, emotional, irrational, impulsiv entscheidende Richterin? Es kann doch nicht im Interesse des Staates sein oder auch der Stadt Hamburg, dass so jemand Richterin ist. Und soweit ich das gesehen habe, ist sie ja sogar stellvertretende Direktorin am Amtsgericht Hamburg-Altona. Junge, Junge, was für eine impulsive Richterin. Danke fürs Zuschauen, liebe Freifarm-Zuschauer. Ciao, ciao.